Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es freut uns sehr, dass wir für heute Abend die Frau Hedwig van Beverfurth für einen Vortrag gewinnen konnten. Sie ist die Sprecherin des Aktionsbündnisses Demo für alle. Und ich bin mir sicher, dass noch zahlreiche oder einige von euch definitiv sich noch gut an den Vortrag 2018, war es schon wieder, ist schon wieder eine Weile her, erinnern können, damals am Deutschlandtreffen in Memmingen. Ja, ich denke, man muss fast sagen, leider, es hat sich doch einiges wieder getan. Gerade was es im Bereich Familienschutz, Lebensschutz und ja, in diesem Spektrum so gibt, in der rechtlichen Lage, in der politischen Meinung, was da alles so unterwegs ist. Und deswegen glaube ich, können wir echt wirklich gespannt und gebannt sein auf den Vortrag von Frau von Beverfurth. Und ja, würde direkt an Sie das Wort übergeben. Der Moritz kann dann einfach seine PowerPoint einblenden an den richtigen Stellen und ja, wünsche euch viel Freude mit dem Vortrag und übergebe an Sie, Frau von Beverfurth. Ja, herzlichen Dank, Herr Merkle, für die nette Einladung. Ich freue mich, hier wieder bei der KJB sprechen zu dürfen. Erinnere mich sehr gerne an diesen schönen Vortrag damals in Memmingen und an das schöne Treffen vor allem. Es hat mich sehr beeindruckt und nicht zuletzt haben wir ja unseren Moritz Scholtesek dort kennengelernt und ich konnte ihn quasi gewinnen, bei uns zu arbeiten und umso schöner, heute mal wieder dabei zu sein. Ja, das Thema heißt im Dauerfeuer gegen Ehe und Familie. Tatsächlich ist es so, Ehe und Familie stehen unter Dauerbeschuss. Vor kurzem hat die Linkspartei im Bundestag einen Antrag gestellt auf das uneingeschränkte Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und Abtreibung, also bis zur Geburt. Dort ist dann auch vom angeblichen Bedeutungsverlust der Ehe die Rede und von Co-Elternschaft. Die Linkspartei beklagt sich in diesem Antrag über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1993, welches nämlich den Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich als Unrecht bestätigt. In dem Antrag der Linkspartei findet sich dazu folgende unglaubliche Formulierung. Ich zitiere: Eine solche angenommene Austragungspflicht macht gebärfähige Körper, in der überwiegenden Zahl Frauenkörper, zum Objekt dieser Austragungspflicht. Zitat Ende. Also Frauen nur mehr als gebärfähige Körper zu bezeichnen, das illustriert, denke ich, ganz gut, auf welcher Stufe des Irrsinns wir inzwischen angekommen sind. Denn dieser Antrag ist nur das jüngste Beispiel einer langen Reihe von vor allem linken Versuchen, Ehe und Familie systematisch zu zerstören. Schon Marx und Engels forderten die Aufhebung der Familie und für die Kinder die Erziehung durch die Gesellschaft. Mit anderen Worten, nicht mehr die Eltern sollten die ersten Erzieher ihrer Kinder sein, sondern staatliche Behörden und Einrichtungen, die dann Kinder natürlich auch viel leichter indoktrinieren können. Um das zu erreichen, haben die linken Ideologen dann auch die Befreiung der Frau von Haus und Kind ausgerufen. Aber warum das alles? Warum soll die Familie zerstört werden? Die Familie ist doch die natürliche, universale Keimzelle aller menschlichen Gesellschaftsordnungen. Ihre Grundlage ist die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, wie sie von Gott im biblischen Schöpfungsbericht eingesetzt wurde. Den Eltern werden die Kinder geboren. In der Familie erfährt der Mensch Zuwendung, Liebe und Bildung. Hier lernt er zu lieben, auch zu geben, auch Opferbereitschaft. Und in der Familie bekommt er eine Erziehung nach Werten und Prinzipien. Auch den Glauben an Gott erfährt das Kind zuallererst in der Familie, im Allgemeinen jedenfalls. Dadurch entsteht zwischen den Familienmitgliedern ein enges, starkes Band, eine enge Bindung. Und genau das ist das Problem für alle Ideologen. Denn damit ist die Familie stark. Stark, um Krisen aller Art zu meistern. Ein Bollwerk gegen alle totalitären Ideologien. Ideologen versuchen dagegen immer, die Menschen auseinanderzubringen, sie zu vereinzeln. Heute sagt man ja Social Distancing, um sie zu schwächen und manipulierbar zu machen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, kann ich Ihnen dazu unsere Broschüre empfehlen, eine unserer Broschüren, Familie am Abgrund. Ursachen und Auswege. Die können Sie bei uns kostenlos bestellen. Zur Verteilung. So ein kleines Heftchen. Ja,
Unsere Organisation Demo für alle ist nun angetreten, um Familie und Ehe zu verteidigen. Wir haben uns 2014 als Aktionsbündnis für Ehe und Familie Demo für alle gegründet. Seitdem haben wir durch Demonstrationen, Bustouren, Symposien, Petitionen, Broschüren und vielen anderen Aktionen eine deutschlandweite Bewegung für Ehe und Familie aufgebaut. Unsere rund 30 Bündnispartner sind Familienorganisationen, Initiativen und engagierte Einzelpersonen. Spezielle Themen von Demo für alle sind die Sexualerziehung in Schule und Kita, die Genderideologie und eben das Elternrecht. Ja, wie arbeiten wir? Politik funktioniert im Allgemeinen sehr einfach. Nicht nach objektiver Vernunft oder den besseren Argumenten, sondern nach dem Prinzip des größten Drucks bzw. Widerstands. Wenn man politisch etwas erreichen will, muss man auf Parteien und Politiker größeren und effektiveren Druck aufbauen als die Gegenseite. Und wenn man in der Unterzahl ist und keine Finanzmacht hat hinter sich, heißt das, nach dem Minimax-Prinzip zu arbeiten. Das heißt also mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreichen. Das bedeutet dann konkret, wie David gegen Goliath, ganz gezielt vorzugehen. Über unsere Newsletter, die wir wöchentlich verschicken, allgemein über Social Media und andere Wege, haben wir dazu eine große Basis von vielen tausenden Gleichgesinnten in Deutschland und auch darüber hinaus aufgebaut, die wir informieren und zu gezielten gemeinsamen Aktionen mobilisieren. Und wie das funktioniert, würde ich Ihnen jetzt gerne im Folgenden an einem wichtigen Beispiel erläutern. Ein aktuelles Thema, in dem sehr konkret versucht wird, die Freiheit der Familie einzuschränken und sie komplett dem staatlichen Zugriff zu unterwerfen, ist das Vorhaben, sogenannte Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Schon seit den 70er Jahren, also 1970er Jahren, fordern linke Parteien und Gruppierungen die Durchsetzung von Kinderrechten. Seit den 90er Jahren wollen SPD, Grüne und Linke diese Kinderrechte auch ins Grundgesetz schreiben. CDU, CSU und FDP haben diesen Bestrebungen jedoch immer konsequent einen Riegel vorgeschoben. Denn ihnen war klar, dass es sich bei diesem Plan nicht um etwas handelt, was den Kindern zugutekommt, sondern dass es vielmehr eine gefährliche Mogelpackung ist. Denn tatsächlich geht es den Linken bei dieser Idee um die Aushebelung des Elternrechts. Das natürliche Elternrecht besagt, dass Eltern das Recht und die Pflicht besitzen, die primären Erzieher ihrer Kinder zu sein. In der katholischen Soziallehre ist das Elternrecht ein zentrales Prinzip. Dieses natürliche Elternrecht wurde nach den totalitären Erfahrungen von Nazizeit und Kommunismus in Artikel 6 des Grundgesetzes festgeschrieben. Dort steht, ich trage das jetzt, und Sie lesen es da, ich sag es jetzt auch nochmal an, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. Der Staat darf demnach in die Erziehung der Kinder nur dann eingreifen, wenn die Eltern es nicht mehr eigenständig schaffen, ihre naturgegebene Aufgabe missbrauchen. Das nennt man dann das staatliche Wächteramt. Dieses Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Staat ist im Grundgesetz klug und ausgewogen formuliert. Bislang bestand auch keine große Gefahr, dass das Grundgesetz an dieser Stelle geändert würde, da, wie gesagt, die Union dagegen hielt. Das war so bis zum Jahr 2017. Im Vorfeld der letzten Bundestagswahl 2017 stellte die CDU/CSU ein gemeinsames Wahlprogramm auf und darin tauchte plötzlich unter tausenden Punkten ganz unbemerkt das Vorhaben auf, Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen. Und zwar, wie sich später herausstellte, eingebracht ausgerechnet von der CSU. In den späteren Koalitionsverhandlungen wurde das von der SPD natürlich dann mit Kusshand in den Koalitionsvertrag übernommen. Sozusagen über Nacht war also eine zentrale Position der Union gefallen und in ihr Gegenteil verkehrt.
Für uns als Demo für alle war sofort klar, dagegen müssen wir uns mit aller Kraft zur Wehr setzen. Kinderrechte dürfen nicht ins Grundgesetz. Aber das war gar nicht einfach, denn auch viele Verbündete waren sehr skeptisch und meinten, das sei ein aussichtsloser Kampf, denn der Begriff Kinderrechte ist ja so positiv besetzt. Wer will schon gegen Kinderrechte sein? Aber uns war klar, dass es hier beim Kampf für den Erhalt des Elternrechts um das zentrale Grundrecht für die Familie und auch für die freiheitliche Grundordnung geht, dass wir auf gar keinen Fall aufgeben können. Alle Bürger und vor allem alle Eltern mussten erkennen, dass es sich bei den Kinderrechten um eine Falle handelt. Also haben wir 2018 eine große Kinderrechtekampagne über unseren Newsletter-Verteiler gestartet. Und zwar in einem Dreiklang. Aufklären, mobilisieren, protestieren. Ziel unserer Kampagne? Die für eine grundgesetznotwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag zu verhindern. Zunächst haben wir alle verfügbaren Rechtsgutachten zu diesem Thema gewälzt und ihre Argumente gegen Kinderrechte im Grundgesetz gesammelt. Wir haben Artikel geschrieben, zehntausende Flyer verschickt und verteilt. Und im Februar 2019 haben wir dann ein ganztägiges wissenschaftliches Symposium mit hochrangigen Experten in München veranstaltet, unter dem Titel Elternrecht versus Staat, wohin führen Kinderrechte im Grundgesetz? Wir haben alle Bundestagsabgeordneten angeschrieben und sie aufgefordert, sich gegen diese Grundgesetzänderung einzusetzen. Und vor allem haben wir über unseren Newsletter viele tausend Bürger mobilisiert, jeweils ihre eigenen Abgeordneten anzuschreiben, anzurufen oder im Wahlkreisbüro zu besuchen. Um die komplexe Problematik, warum Kinderrechte also abzulehnen sind, schnell und einfach verständlich zu machen, haben wir dann ein kleines und nicht ganz unerfolgreiches Aufklärungsvideo produziert und das dann auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Funktioniert nicht. Doch, jetzt kommt's. Einen Moment, ich muss es doch im Internet machen. Aber dann mache ich es kurz auf YouTube. Die Tücken der Technik. Kommt gleich. Ich denke, das erklärt dann auch ganz gut, viel pfiffiger, als wenn ich Ihnen da jetzt das alles stundenlang selber erzähle, wo genau die Argumente sind, warum Kinderrechte so gefährlich sind. Wir haben jedenfalls dieses Video dann auch direkt nicht nur durchs Netz geschickt an unsere eigenen Unterstützer, sondern eben auch an die Abgeordneten per Mail versandt, weil auch die Abgeordneten, wie die Erfahrung zeigt, im Allgemeinen entweder keine Ahnung haben von vielen Themen und vor allem auch keine Zeit haben, sich lange einzulesen. Und deswegen auch für die war eben dieses Video wichtig und eine gute, schnelle Möglichkeit zu verstehen, worum es eigentlich hier geht. Klappt nicht? Es läuft doch, oder? Nee, Moritz, du musst den Bildschirm, also quasi dieses Fenster YouTube quasi extra freigeben. Läuft noch nicht. Läuft noch nicht, genau. Assistent Moritz kriegt das gleich hin. Jetzt? Ja. Jetzt noch Ton. Jetzt fehlt noch der Ton. Der müsste da sein. Ach, ist das ärgerlich, warum kommt das der Ton? Normalerweise müsste der da sein. Ah.
Der Ton ist Moritz, da. Moritz, da geh mal unten rechts bei dir an deinem Laptop auf den Lautstärke-Mixer. Und da musst du da, weil der jetzt auf Zoom laufen wird, musst du quasi dein YouTube hochregeln. Das ist nochmal unten rechts. Kommt drauf an, was du für ein Gerät hast. Der ist auf voller Lautstärke. Der Fabian schreibt gerade, bei Bildschirmteil einfach einen Haken setzen, bei Ton freigeben. Jetzt. Weltweit setzen sich Menschen dafür ein, Kinder besser zu schützen, etwa vor Kindern. Geht das? Ja, wunderbar. Der Arbeit in Pakistan. Weltweit setzen sich Menschen dafür ein, Kinder besser zu schützen, etwa vor Kinderarbeit in Pakistan, sexueller Ausbeutung in Thailand oder Kriegsdienst als Kindersoldaten im Kongo. Und es stimmt, in etlichen Ländern werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Besonders schlimm trifft es die Kinder. Deshalb haben die Vereinten Nationen 1989 die Kinderrechtskonvention verabschiedet. Auch Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben und setzt sich dafür ein. Aber obwohl die UN-Kinderrechtskonvention das gar nicht verlangt, fordern verschiedene Parteien inzwischen immer lauter, Kinderrechte zusätzlich im Grundgesetz festzuschreiben. Kinderrechte im Grundgesetz? Das klingt ja sehr sympathisch. Aber ist es das auch? Und brauchen wir das in Deutschland überhaupt? Schauen wir einmal genauer hin. Das Grundgesetz geht davon aus, dass Kinder und ihre Eltern als Familie zusammengehören. In Artikel 6 heißt es, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Das Wohlergehen des Kindes liegt also in den Händen der Eltern. Der Staat hat die Aufgabe, darüber zu wachen, sagt das Grundgesetz weiter. Er muss dann eingreifen, wenn Eltern in der Versorgung und Erziehung ihrer Kinder versagen. In aller Regel gilt jedoch, Eltern lieben ihre Kinder. Sie wissen am besten, was gut für ihre Kinder ist und handeln danach. So, wir wissen jetzt. In Deutschland stehen alle Rechte, die ein Kind braucht, bereits im Grundgesetz. Darüber sind sich auch alle ernstzunehmenden Verfassungsrechtler einig. Die deutsche Gesetzeslage macht Kinderrechte im Grundgesetz also unnötig. Aber das ist nicht alles. Kinderrechte sind sogar gefährlich. Warum? Weil sich der Staat unter Berufung auf Kinderrechte in die elterliche Erziehung einmischen kann. Das heißt, Kinderrechte verdrängen das Elternrecht. Zum Beispiel so. Der Staat könnte alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr zum Besuch einer Krippe verpflichten und dies mit dem Kinderrecht auf frühkindliche Bildung begründen. Der Staat könnte Grundschulkinder dazu verpflichten, sich im Unterricht mit Transsexualität auseinanderzusetzen und dies mit dem Kinderrecht auf sexuelle Identität begründen. Der Staat könnte darauf bestehen, dass ein unheilbar krankes Kind im Krankenhaus stirbt und nicht zu seinen Eltern nach Hause darf. Das wird dann mit dem Kinderrecht auf optimale Gesundheitsversorgung begründet. In England ist genau das bereits mehrfach passiert. Mit anderen Worten, durch die Einfügung gesonderter Kinderrechte ins Grundgesetz bricht der Staat in das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kind ein. Zusätzlich wächst die Gefahr, dass Kinder entgegen den Wertvorstellungen der eigenen Eltern indoktriniert werden. Das Schreckgespenst staatlicher Lufthoheit über den Kinderbetten würde Wirklichkeit. Fakt ist, Kinder brauchen die Geborgenheit und Sicherheit bei Mama und Papa. Nicht der Staat kann unsere Gesellschaft zusammenhalten. Das können nur wir, die Bürger, in vertrauensvollen Bindungen. Das wertvollste Bindegewebe des Staates sind die Familien. Mischt sich der Staat in die Familien ein, schadet er Eltern und Kindern und treibt den Zerfall der Gesellschaft voran. Wir sagen deshalb, Kinderrechte gehören in Elternhände, nicht ins Grundgesetz. Gut, das ist also dieses kleine Video, was wir da gemacht haben. Und ich denke, das erklärt es ganz gut und verständlich. Ja, wir haben natürlich noch mehr gemacht. Denn die Aufklärung ist ja das eine, aber der Protest ist das andere. Und da sind wir natürlich auch ein bisschen Experten oder fühlen uns so, um vielen die Möglichkeit zum Protest mit möglichst einfachen Mitteln zu geben, haben wir eine Petition auf Citizen Go aufgelegt.
an die Verantwortlichen in CDU und CSU, die bis heute fast 100.000 Stimmen gesammelt hat. Im November 2019 sind wir dann mit einer Handvoll Aktivisten zum CDU-Bundesparteitag nach Leipzig gefahren und haben draußen vor dem Eingang eine Protestaktion gemacht. Wir haben da große bunte Hände in die Luft gehalten, auf denen dann stand: Hände weg vom Grundgesetz, Kinderrechte sind gefährlich. Anschließend haben wir dann im Innern des Parteitags unsere Kurzinfo-Flugblätter verteilt und haben mit einigen Parteitagsdelegierten auch direkt über das Thema gesprochen. Das Ganze kam keine Sekunde zu früh, denn nur 2 Tage später veröffentlichte Justizministerin Lambrecht ihren hanebüchenen Gesetzentwurf zur Einfügung von Kinderrechten in Artikel 6 Grundgesetz. Haben wir den Entwurf auch einmal da? Genau, das ist der Entwurf, der erste Gesetzentwurf, den Justizministerin Lambrecht im 2019 präsentiert hat. Darin heißt es: Jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte, einschließlich seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft. Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen. Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte unmittelbar betreffen, einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Es fällt auf, dass in diesem Absatz kein Wort von Eltern ist, sondern dass Kinder quasi wie Früchte vom Baum, die irgendwie völlig unabhängig irgendwo herkommen, behandelt werden, dass der Text sehr lang ist im Vergleich zu der ganz kurzen, knappen und klaren Formulierung sonst in Artikel 6 und dass es eben, dadurch ganz klar wird, dass hier alle Möglichkeiten sind für den Staat letztendlich, sich da zum Anwalt zu machen, vermeintlichen Anwalt der Kinder. Wir haben dann daraufhin am selben Tag noch, wie dieser Entwurf also öffentlich wurde, die Alarmstufe Rot ausgerufen und unsere Basis zu einer großen Telefonaktion in den Bundestagsbüros der Unionsabgeordneten aufgerufen, um dort vehement gegen diese Kinderrechte im Grundgesetz zu protestieren. Mit Erfolg. Im Bundestag liefen wirklich die Telefone heiß. Nach dieser konzertierten Aktion gab es jedenfalls keinen einzigen Abgeordneten von CDU und CSU mehr im Bundestag, der nicht begriffen hatte, dass Kinderrechte ein ganz heißes Thema bei seinen Wählern ist, das starken Protest hervorruft und der Union gefährlich werden könnte. Nicht lange danach erklärte dann Herr Seehofer tatsächlich, dass er den Lambrecht-Gesetzentwurf nicht mittragen könnte. Ja, was haben wir mit all dem erreicht? Wir haben erreicht, bis heute zumindest, denn das Thema ist ja noch nicht beendet, die Legislatur läuft noch. Wir haben bis jetzt erreicht, dass diese Grundgesetzänderung immer weiter herausgezögert wurde, weil sich die Bundesregierung bzw. die Fraktionen nicht einig werden konnten und weil immer mehr Abgeordnete ihre Bedenken wegen unserer Kritik geäußert haben, zum Teil auch öffentlich. Inzwischen gibt es einen neuen Gesetzentwurf, der gegenüber den früheren Entwürfen entschärft wurde. Aber davon darf man sich nicht blenden lassen. Es geht uns nicht um Entschärfung, sondern darum, dass diese Grundgesetzänderung vollständig fallen gelassen wird. Und dafür muss mehr als ein Drittel der Bundestagsabgeordneten davon überzeugt werden, gegen Kinderrechte im Grundgesetz zu stimmen. Egal, ob in dieser oder auch in der nächsten Legislaturperiode und unabhängig davon, in welcher Fassung diese Kinderrechte ihnen präsentiert werden. Damit uns das gelingt, müssen noch mehr Bürger ihre Abgeordneten kontaktieren und ihnen klar machen, dass sie vom Schutz des Elternrechts ihre nächste Wahlentscheidung abhängig machen. Kein Vater, keine Mutter, kein Christ kann für eine Partei oder einen Abgeordneten stimmen, der es zugelassen hat, dass das Elternrecht durch diese Grundgesetzänderung ausgehebelt wurde. Dazu kann jeder Einzelne etwas beitragen. Ich hoffe auch Sie hier in dem Auditorium heute. Sie können unsere Beiträge, also Artikel, Videos, Podcasts folgen. Wir geben inzwischen ja auch einen Podcast heraus, im Netz teilen, unsere Petition unterschreiben, weiterverbreiten, Flyer und Broschüren bei uns kostenfrei bestellen
und verteilen in der Gemeinde an Freunde, Verwandte, Nachbarn, Kollegen. Und sie können natürlich, und ich bitte Sie, das auch zu tun, Ihre Abgeordneten kontaktieren und sie auffordern, gegen Kinderrechte im Grundgesetz und für das Elternrecht zu stimmen. Ich denke, gemeinsam können wir tatsächlich ein öffentliches Bewusstsein für die Gefahren für Ihre Familie schaffen und sie Schritt für Schritt abwehren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Wirfer, für den Einblick in Ihre Arbeit. Ich muss sagen, man merkt es erst so richtig, wenn Sie davon reden, wie umfassend und tiefgreifend ja echt schon der Eingriff da ist. Und auch dieses Detail, dass es von der Union selbst kam, das in den Gesetzesentwurf einzubringen. Ich finde es ja wirklich, wirklich schockierend. Und ich denke an der Stelle, vielen Dank für den Vortrag, aber natürlich vor allem auch für Ihre wichtige und wertvolle Arbeit, die Sie jetzt schon seit wann gibt es denn die Demo für alle schon? Seit 2014. 2014. Ja, Wahnsinn. Wir haben uns gegründet anlässlich des Bildungsplans in Baden-Württemberg. Da wurde also in Baden-Württemberg ein neuer Bildungsplan gemacht und da ging es darum, also die ganze Sexualerziehung oder Sexualpädagogik der Vielfalt quasi in sämtliche, als Querschnittsaufgabe in sämtliche Altersstufen und auch sämtliche Schulfächer hineinzubringen. Und das war, in dem Zusammenhang haben wir uns dann als Aktionsbündnis gegründet und haben da große Demonstrationen organisiert. Ja, wirklich. Das Wahnsinn. War der Anfang. Wahnsinn, schon seit 7 Jahren. Wahnsinn, wirklich. Genau. Richtig. Ja, wirklich. Aber wie gesagt, deswegen sind unsere Hauptthemen eben auch Sexualpädagogik und eben Gender, weil es damals ja um dieses Thema an erster Stelle auch ging. Und das ist ja weiterhin das große Thema. Jetzt haben wir die ganze Trans-Geschichte, die jetzt gerade ganz im Kommen ist. Dazu gibt es ja auch einen aktuellen, neuen Entwurf, den wir gerade geleakt haben, der nämlich drohte oder droht quasi auch tatsächlich als Gesetzentwurf in das Gesetzgebungsverfahren zu kommen. Es gibt eine Bandbreite von Aktivitäten, die Politik hier entfaltet, wo wir eben aufpassen müssen und gegenhalten müssen tatsächlich. Und natürlich auch versuchen, unsere eigenen Themen voranzubringen. Da muss man leider sagen, da geht die Arbeit nicht aus. Im Gegenteil, die Gewitterwolken, die da am Horizont auftauchen mit der nächsten Bundestagswahl, da kommt Neues auf uns zu vermutlich. Ne? Das ist leider so. Genau, ja, das ist wohl wahr. Da wird einiges auf uns zukommen, fürchte ich. Also, genau. Ich beantworte sehr gerne auch Fragen, soweit es mir möglich ist. Also, genau, das wollte ich jetzt eben anbringen. Wer Fragen hat, eine Frage steht auch schon da. Nee, zwei Fragen sind hier schon hier drin. Gibt es Parteien, die diesen Gesetzesentwurf, fragt der Johannes, geschlossen und entschieden ablehnen? Den Kinderrechte-Gesetzentwurf? Genau. Also die AfD lehnt es ab. Die lehnt es ab, tatsächlich. Also das kann man, die sind an der Stelle klar. Es ist tatsächlich die einzige Partei, wo man keine Überzeugungsarbeit in diesem Punkt leisten muss. Genau. Aber wie wir ja wissen, wird das wahrscheinlich nicht reichen. Wie gesagt, der Punkt ist eben eine Zweidrittelmehrheit, die benötigt wird. Das ist das Gute. Insofern ist es, hat man durchaus Aussichten, wenn man eben einen nennenswerten Teil auch von Unionlern überzeugt und vielleicht auch noch FDP-Lern, also ne, was weiß ich, von anderen Parteien einzelne, dass man tatsächlich dieses Drittel plus einen Abgeordneten erreichen könnte, um diese Grundgesetzänderung zu verhindern. Also die Lage ist nicht aussichtslos, um es mal so zu formulieren. Gerade bei dem Punkt ist sie nicht aussichtslos. Und ich meine, wir sind jetzt seit 3 Jahren an diesem Thema dran. Und das wäre wahrscheinlich tatsächlich schon durchgekommen, wenn wir das nicht so wirklich so intensiv und nachhaltig bekämpft hätten. Ja, ich finde es wirklich halt beeindruckend zu sehen, was es dann bewirken kann, wenn man als Aktionsbündnis dann einfach seine Leute mobilisiert, die Abgeordneten einfach mal auch anruft und nicht einfach nur resigniert und sagt, ja, da können wir eh nichts machen, sondern einfach damals seine Leute mobilisieren, was man dann tatsächlich auch auslösen kann. Ist ja wirklich spannend, ja, auch erfreulich. Ja, wir sind natürlich nicht alleine dabei gewesen. Das ist auch noch ein Punkt, den ich an dieser Stelle auch sagen will. Es ist uns gelungen, dieses Thema so weit quasi
hochzubringen, dass eben auch viele Verbündete das dann zu ihrem Thema gemacht haben. Ja? Also zum Beispiel Birgit Kelle ist auch eine ganz große Kämpferin, die natürlich auch in unserem Bündnis außerdem ist, aber die wirklich auch eine große Kämpferin ist inzwischen gegen diese Kinderrechte. Das war im allerersten Moment noch nicht so. Ich kann mich nur erinnern, wie ich sie überzeugt habe, dass die auf jeden Fall gar nicht kommen dürfen, auch nicht in irgendeiner schönen, scheinbar harmlosen Formulierungsvariante. Also wir haben auch zahlreiche andere Leute einfach gewonnen, die verstanden haben, dass das wirklich eine ganz gefährliche Sache ist. Und ich halte es eben tatsächlich für ein zentrales Recht, also oder für ein zentrales Problem hinsichtlich der Familie. Weil wenn das fällt, dieses Elternrecht, wenn die durch Kinderrechte das Elternrecht tatsächlich im Grundgesetz schon ausgehebelt haben, dann können sie mit unseren Kindern alles machen. Ich meine, wir erleben ja im Moment leider noch in ganz anderen Bereichen, also im Grunde in fast allen Grundrechtsbereichen eine Aushebelung. Oder ja, insofern kann man jetzt sagen, ja, dann kommt es ja darauf auch schon nicht mehr an. Doch kommt es wohl, weil ich erstens hoffe, dass diese Aussetzung der Grundrechte, die wir zurzeit haben, nicht andauern wird. Ich hoffe es zumindest. Und zweitens, weil dann wirklich, wie sagt man so schön, Polen offen ist. Also dann werden sie sofort einen Schritt nach dem anderen machen, um die Kinder quasi den Eltern oder um die Eltern zu entrechten. Ja, das kann man sich, glaube ich, auch so jetzt gar nicht vorstellen. Und wenn es dann doch passiert, dann wird man sehen, wie krass das auch wirklich sein wird. Ja, es ploppen auch jetzt hier schon weitere Fragen auf an der Seite. Die Ebeles fragen, wie ist denn der aktuelle Stand mit der Schulsexualerziehung? Das ist eine allgemeine Frage. Genau, also die Schulsexualerziehung ist natürlich bundesweit, trotz unseres Kampfes und wirklich jetzt seit 7 Jahren, sind wir natürlich immer auch an diesem Thema dran, ist es uns nicht gelungen, die jetzt wirklich quasi, wie soll ich sagen, sie zu beenden, also diese Art der Sexualerziehung, die wir haben, diese emanzipatorische beziehungsweise Sexualerziehung der Sexualpädagogik der Vielfalt. Da läuft eine so große Walze, dass es uns allenfalls gelungen ist, und das glaube ich allerdings schon, sie ein bisschen, sozusagen diejenigen, die das betreiben, ein bisschen vorsichtiger zu machen. Die haben sicherlich schon vieles verhindert, was wir natürlich dann gar nicht mitbekommen, weil man sich eben bestimmte Sachen auch nicht traut. So ist es uns ja in Baden-Württemberg damals gelungen, tatsächlich den Bildungsplan dazu zu bekommen, dass der Bildungsplan überarbeitet wurde. Und auch in Bayern haben wir es geschafft, die Sexualerziehungsrichtlinien, die da neu gefasst werden sollten, tatsächlich auch nochmal zu entschärfen. Aber insgesamt, ja, auf ganz Deutschland bezogen, muss ich sagen, dass das also nach wie vor weiter vorangeht und dass diese wirklich auch ja, übergriffige Pädagogik wie so ein Krebsgeschwür wirklich in ganz Deutschland weiter vorangeht und in sehr, sehr vielen Schulen und eben leider auch Kindertagesstätten angewandt wird. Ich weiß natürlich nicht, das können wir nicht im Einzelnen ahnen, wie viele Eltern sich schon eingesetzt haben oder wie viele Initiativen vor Ort schon aufgrund unserer Informationen, die wir eben geben. Wir haben ja auch eine Website, die heißt elternaktion.de, wo wir also direkt Hilfestellungen und Ratschläge einfach auch für Eltern konkret vor Ort in der Schule, in der Kita geben, woran sie also, wo sie ein bisschen gucken können, wie kann ich mich verhalten, wenn das und das in der Schule gemacht wird. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie viel wir vielleicht schon helfen konnten dadurch. Das können wir nur immer in Einzelfällen, bekommt man da ja mal Rückmeldungen. Aber insgesamt ist das wirklich ein ganz dickes Brett und da sind wir noch nicht durchgebohrt. Das haben wir noch nicht durchgebohrt. Es gibt noch Arbeit zu tun, das ist ja... Ja. Absolut. Ja, wenn wir gerade bei der Arbeit Ihrer Organisation sind, der Fabian fragt, wie ist das Verhältnis in Ihrer Arbeit zwischen auf der einen Seite theoretischer Arbeit an den Themen, also Gender und Co., und dann der Arbeit mit den Abgeordneten, also quasi die zu informieren, da quasi Lobbyarbeit zu betreiben. Wie muss man sich das als Außenstehender vorstellen? Also wir machen normalerweise keine Lobbyarbeit im klassischen Sinne. Also wir gehen nicht los und treffen uns mit Politikern ständig. Also wir machen das auch ab und zu mal.
Aber das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist tatsächlich, Aktionen zu machen, also aktivistisch zu sein und den Druck aufzubauen. Das ist sozusagen unsere Arbeit. Wenn wir jetzt eine richtige Lobby im klassischen Sinne machen wollten, also wo wir dann nett essen gehen mit verschiedenen Leuten und versuchen, sie so zu beeinflussen und für unsere Themen einzunehmen, müssten wir A, sehr viel Geld haben, müssten viele Mitarbeiter haben. Das können wir gar nicht leisten. Wir sind ja nur ein kleines Team, was jetzt quasi die aktive Arbeit macht und vorbereitet. Ein kleines, aber tolles Team. Und wir haben uns wirklich, wir konzentrieren uns wirklich darauf, den Druck aufzubauen. Also zu schauen, wo können wir ansetzen, um bestimmte Dinge voranzubringen bzw. zu verhindern. Oft ist es ja einfach eben leider, Dinge verhindern zu müssen. Und das ist eigentlich unsere Hauptarbeit und nicht so sehr nett mit Politikern zu sein. Eher so, wir sind ein bisschen mehr die Bad Guys. Ja? Das andere dürfen dann gerne die Parteipolitiker übernehmen. Aber unsere Erfahrung ist eben auch tatsächlich, ohne Druck schafft man einfach gar nichts. Und das ist genau der Punkt, dass wir versuchen. Wir wollen den Druck aufbauen. Denn die Gegenseite, also in unserem Fall ist das zum Beispiel die LSBT-Lobby, die also mit aller Kraft Gender und die sexuelle Vielfalt-Ideologie vorantreiben will, die bauen jede Menge Druck auf. Ja? Die setzen allerdings mit teilweise sehr unfeinen Mitteln, die wir natürlich nicht verwenden. Also da werden Leute unter Druck gesetzt mit allen, nach allen Regeln der Kunst, um also LSBT sozusagen Wünsche zu erfüllen. Ja? Ich meine, wir haben inzwischen eine Bandbreite. Es gibt fast keine Organisation mehr, die nicht für LSBT-Rechte sich öffentlich sozusagen lautstark ausspricht, die da nicht bestimmte Sachen unterschrieben hat, dass sie sich dafür einsetzen wird und so weiter. Also da wird ja eine unglaubliche Lobbyarbeit, aber eben auch mit Druck gemacht von der Seite. Und deswegen ist es, arbeiten wir, wir wollen eben den Gegendruck aufbauen. Wir wollen den Gegendruck aufbauen, um Ehe und Familie, die ja eigentlich, wie gesagt, im Grundgesetz als besonders zu schützen festgeschrieben sind, insbesondere auch bei den Politikern wieder in Erinnerung zu rufen. Und das muss halt ein bisschen wehtun an der einen oder anderen Stelle. Ich sage quasi, die Feuerwehrleute, die gucken da, wo der größte Brand quasi gerade herrscht und daran versuchen, ein bisschen zu löschen. Ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, aber nicht nur. Wir versuchen schon auch an Themen dran zu bleiben. Also zum Beispiel Sexualerziehung ist so ein Thema, das ist ein dickes Brett, da bohren wir lange dran und wir greifen aber immer wieder diese Dinge auf und halten die auch in Erinnerung. Also wir machen jetzt nicht nur immer so punktuelle Löschaktionen, die dann so, sondern das Ganze hat schon einen großen Zusammenhang auch. Mhm. Und wir haben es, glaube ich, schon geschafft, eben auch gerade auch unter den Konservativen, unter Gleichgesinnten, die eigentlich gleichgesinnt sind, auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass man sich wirklich anstrengen muss, dass man etwas machen muss, dass man von alleine gehen einem sämtliche Positionen flöten und dass man eben da wirklich auch ein bisschen was tun muss. Und da haben wir, glaube ich, auch da haben wir ein großes Bewusstsein, glaube ich, geschaffen in den letzten 7 Jahren. Sehr schön. Also im Moment, sagen wir mal, ja. Ja, genau. Eine ganz praktische Frage hat die Anja. Sie fragt, ja, wie kann ich denn meinen Abgeordneten anrufen? Gibt es da irgendwie eine bestimmte Nummer oder wie komme ich da weiter bei der Suche nach der richtigen Nummer? Also man kann natürlich auf jeden Fall mal bei Google gucken, Bundestag. Im Bundestag, da gibt es die Abgeordneten, kann man da finden. Aber ihr könnt auch direkt bei uns auf die Webseite gehen, auf Demo für alle unter Kinderrechte. Da gibt es also / Kinderrechte, haben wir auch die Abgeordneten alle aufgeführt. Sämtliche Kontaktadressen kann man da finden, sodass man da gar nicht mehr groß suchen muss. Man muss natürlich wissen, wer die eigenen Abgeordneten sind im eigenen Wahlkreis, weil es ist immer besonders günstig, die eigenen Abgeordneten anzurufen, weil die sind natürlich besonders hellhörig, wenn es um ihre Wähler geht. Ja, die sind, wenn man die Abgeordneten aus Pusemuckel kontaktiert, dann interessieren die sich weniger für die Anliegen, die man hat, als wenn es die eigenen Wahlkreisabgeordneten sind. Also wie gesagt, auf Demo für alle kann man das finden oder eben mal auf die Bundestagswebseite gehen und sich da durchklicken,
unter Abgeordnete, dann kann man nach den Parteien schauen und da sind dann auch die einzelnen Abgeordneten aufgeführt und da kann man sich dann durchklicken, auch zu den Kontaktadressen. Aber am einfachsten ist bei uns gucken auf der Kinderrechte-Seite. Sehr schön, und dann den Abgeordneten Druck machen, dass man seine Wählerstimme quasi verliert, wenn man da dagegen stimmt. Sehr schön. Dann wird weiterhin gefragt, wird es denn bald wieder eine Demo für alle geben? Der Marsch für das Leben, der findet ja statt übermorgen. Wie sieht es denn bei euch aus mit Demo für alle? Gibt es da mal wieder was? Also wir hatten eigentlich vorgehabt im letzten Jahr, nein, in diesem Jahr, also im letzten Jahr und dann haben wir es verschoben auf dieses Jahr, eine Demo zu machen. Und warte, jetzt überlege ich schon, oder das letztes Jahr. Wir wollten eine große Familiendemo auf jeden Fall mal wieder machen, weil wir schon länger nichts mehr in diese Richtung gemacht haben. Aber durch diesen ganzen Corona-Wahnsinn haben wir das dann sein gelassen. Der Punkt ist, also wir haben jetzt nichts Neues im Moment vor. Im Moment haben wir da keine Demonstration vor. Es ist halt einfach so, dass gerade auch in Bezug auf diese Corona-Maßnahmen so viele Demonstrationen sind jetzt und wir sozusagen eine völlig neue Situation haben für die Grundrechte allgemein, dass wir da im Moment kein großes Potenzial sehen. Denn der Punkt ist ja, wenn man eine Demonstration macht, dann muss man auch eine große Hoffnung haben, dass da viele Leute kommen. Und wenn aber andere Dinge für die Leute jetzt mehr unter den Nägeln brennen, dann ist es besser, man beschränkt sich auf andere Aktionen, die wir eben auf andere Aktionsformen, wie wir das ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren machen, bei denen die Leute sich auch beteiligen können und die möglicherweise effektiver sind. Ja, definitiv. Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute dann am Samstag tatsächlich auftauchen werden jetzt in München. Das wird definitiv spannend und auch was die Gegendemonstranten, was die sich wieder aus dem Hut zaubern, da sind wir schon sehr gespannt, ja, was da wohl passieren wird am Samstag. Genau. Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch schon der zweite große Marsch dann in einem Jahr. Ne? Nein, das ist schon sehr wichtig, aber wir machen ja zum Beispiel auch solche Bustouren, die haben wir jedenfalls mehrfach gemacht, mit dem Bus der Meinungsfreiheit. Jetzt sind wir da durch Deutschland gefahren zu diesen Themen, da kann man dann auch hinkommen. Also wir machen schon immer wieder auch Veranstaltungen, wo auch die Leute hinkommen können und wo wir quasi gemeinsam auftreten können. Aber die ganz großen Demonstrationen, da sehen wir im Moment nicht das wirkliche Potenzial, dass wir da auch genügend Leute dann zusammenbekommen. Die Möglichkeit, also die Leute zu mobilisieren. Oder eine Demo zu machen, wo nur ein paar Leute kommen. Und damit dann wird das nämlich als großer Flop von unseren Gegnern verkauft. Das ist die Gefahr. Deswegen muss man das nicht Schwert. Wird das was oder wird das oder lässt das lieber sein? Genau, dann ist das Wetter noch schlecht und dann kommen noch mal weniger oder wie auch immer. Genau, sehr schön. Der Fabian fragt, er ist Student der sozialen Arbeit und auch sehr an theoretischen Themen in diesem Bereich interessiert und fragt sich, gibt es eine Unterorganisation oder einen Teil in Ihrem Bündnis, der diese ganze Sexualpädagogik der Vielfalt auch wissenschaftlich angeht? Gibt es da irgendwie ja auch was, wo man Ihnen quasi empfehlen kann hier an der Stelle? Also wir haben jetzt kein Team, was jetzt wissenschaftliche Arbeit macht. Das haben wir nicht. Das geht gar nicht. Wir sind ja, wie gesagt, Aktivisten. Aber was wir ja immer wieder machen und schon gemacht haben, jetzt über jedes Jahr seit 2017, ist ein großes wissenschaftliches Symposium, einmal im Jahr. Also auch das kann man auf unserer Webseite finden. Da muss man mal unter Symposium, glaube ich, gucken. Und da kann man sich mal diese einzelnen Themen, die wir da bearbeitet haben, die wir alle, jeden Vortrag haben wir ins Internet, also ins Netz gestellt. Auf YouTube kann man das finden, auch auf den anderen Kanälen, die wir haben, auf den anderen Videokanälen. Und also wir versuchen natürlich auch diese Dinge, klar, über Vorträge und auch über Artikel und so weiter auch zu bringen und zu präsentieren und Zugang dazu zu schaffen. Aber wir leisten jetzt nicht selbst eigene wissenschaftliche Arbeit. Jetzt ganz, ganz aktuell werden wir ein Online-Symposium abhalten, in Kürze, in einem Monat nämlich, am 17. April. Dazu kann man sich dann auch bei uns über die Webseite gerne anmelden. Da geht es ganz konkret wieder um die Sexualpädagogik. Und zwar in Bezug auf Kindesmissbrauch, also das Verhältnis zwischen Sexualpädagogik und Kindesmissbrauch. Heikle Beziehungen
Sexualpädagogik und Kindesmissbrauch ist das Thema. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, denn da werden wir wirklich an die wunden Punkte gehen, die wirklich die entscheidenden Fragen bearbeiten mit hochkarätigen Referenten. Kann ich also wirklich empfehlen. Das kann man dann von zu Hause aus sich angucken. Also wir versuchen sozusagen, diesen Bogen zu spannen zwischen Wissenschaft bis zum Aktivismus. Wir versuchen, das ganze Spektrum ein bisschen abzudecken. Das ganze Paket, sehr schön. Ja, an der Stelle, denke ich, kann man auch nochmal sehr empfehlen. Ich bin selber auch, nehme teil an diesem Newsletter, den Sie da immer wieder bringen. Und auch auf Telegram kann man Ihnen ja folgen. Habt ja auch mittlerweile sehr viele Abonnenten. Also an der Stelle der erste Schritt, würde ich sagen, auf jeden Fall für uns, Kai Behle auch, schaltet euch da rein und informiert euch einfach, was da läuft. Ich denke, der Vortrag jetzt hat uns einfach auch wieder ein Stück mehr gezeigt, dass wir da gefordert sind als die Generation, die nächste Generation, die damit ja auch konfrontiert sein wird. Und wir da definitiv gefordert sind, uns da weiterzubilden, uns zu engagieren. Und genau in diesem Sinn würde ich sagen, liebe Kai Behle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, engagiert euch, informiert euch und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau von Beverfert, für Ihren Vortrag und noch viel mehr natürlich für Ihre so wertvolle Arbeit. Wenn man denkt, seit 7 Jahren engagieren Sie sich da mit Ihrem Team und gucken Sie da, dass, wie Sie sagen, dass wir da Druck auf die Abgeordneten bekommen, dass die auch einfach merken, da gehen ihnen Wählerstimmen verloren und das ist einfach Unrecht, was da geschaffen wird. Und dafür möchten wir Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Und wir können auch sehr gerne noch an die Teilnehmer noch ein paar Links zu ihrem Telegram-Kanal reinhängen, zu dem Symposium, das Online-Symposium, was stattfinden wird, dass wir da eine Reichweite generieren können und die Jugendlichen einfach auch da mobilisiert werden für dieses Thema. Wunderbar. Sehr gerne. Ansonsten, ich glaube, Fragen waren in der Form keine mehr da. Es kommt noch ein Vergelt-Scott. Also ich denke, es ist auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Frau von Beverfert, und einen schönen Abend noch gehen wir zusammen und bis bald. Vielen Dank. Danke Ihnen herzlich und einen schönen Abend Ihnen auch. Wiederschauen.